Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2 Multiplayer-Modus mit dem Jay. Ja, hallöchen. Hallöchen. Und mir, dem Pete, wieder mit Facecam. Ja, es bietet sich an, wir nehmen gerade nach der Hard-Reset-Aufnahme, Ja, boah, das war echt hammeranstrengend, die Hard-Reset-Folge. Alter Vater. Nee, aber es bietet sich bei mir an, weil ich jetzt sogar noch geschminkt bin. Yay, Alarm! Ja, tut mir leid, dass Grid 2 nicht mehr täglich kommt, aber das passt halt irgendwie, da war halt irgendwie Wochenende und so. Das ist halt auch irgendwie so ein Spiel, war manchmal zackt das halt auch so extrem ab. Wir haben gerade auch schon bestimmt 10 Minuten gebraucht, um überhaupt vernünftig zusammenspielen zu können. Ja, wir waren kurz davor zu sagen, fick dich Grid, wir haben keine Lust. Wir nehmen lieber andere Sachen auf. Richtig. Wie beispielsweise Season 8. Weil es ist halt einfach das Spiel manchmal... Egal, wir spielen jetzt Ausdauerrennen mit S3. In der Tat. Ich habe meinen ungepimpten Ketterhelm. Und Jay hat, denke ich mal, weiß ich nicht, Ariel Atom, Junge. Ja. Wie immer. Hinter mir ist er. Kann man den eigentlich auch anmalen? Ja. Hast du, glaube ich, sogar gemacht. Du hast den schwarz gemacht, ne? Ich hab ihn schwarz. Echt schwarz. Alter! Das war ich nicht. Ja, ich weiß, die drängen mich hier voll krass an die Wand. Boah, war ein guter Start für mich, muss ich sagen. Allerdings. Boah, da bin ich aber auch. Hier, wir fahren gerade auf dem Red Bull Ring, ne? Der ist nächstes Jahr in der Formel 1 dabei. Da haben die den jetzt. Fällt mir gerade so spontan ein, ja. Obwohl ich sehr traurig bin, also hab zumindest gelesen, dass irgendeines der Rennen dann wieder aus dem Kalender fliegt. Du weißt aber noch nicht welches. Ja, man munkelt Monza. Das wäre ehrlich gesagt echt traurig. Warum, wollen die Monza mega krass? Keine Ahnung, die Infrastruktur-Scheiße drumherum. Hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Weiß nicht, ja, der Markt genau. In Italien ist nicht geil genug. Also Ferrari scheint die wohl nicht mehr zu interessieren. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Bei denen. Aber. Red Bull Ring wäre schon geil. Also da sitzt Red Bull quasi noch sein Heim-Grand Prix. Schön in der Steiermark. Aber die pumpen ganz schön viel Kohle in diesen Sport, kann das sein? Ja, Red Bull, lol. Scheiße, jetzt bin ich abgekürzt. Red Bull pumpt generell mega viel Geld in Sport. Was haben die denn alles? Seifenkistenrennen, die haben diverse Fußballvereine, die haben... Oh mein Gott, spiele ich gerade scheiße, wenn ich gerade zu viel erzähle. Alter Vater. Wir haben diverse, jetzt sagte ich Fußballvereine, die sponsern unfassbar viele Rennen. Die haben zwei Formel-1-Stelle. Ja, ich möchte dich ungern unterbrechen, aber ich merke gerade, dass der Ketterhelm ungepimpt extrem langsam ist. Also jeder kann mich einfach so auf den Geraden locker überholen. Das ist echt ein bisschen blöd. Alter, wie ich nur noch Scheiße fahre. Scheiße, ich war Erster, jetzt fahre ich wie Fünfter. Na gut, bei mir kommt auch noch dazu, dass ich schlecht fahre. Der Ketterheim ist scheiße ungepimpt, sagst du? Der ist langsam einfach, der ist nicht schnell. Also ja gut, vielleicht ist das bei der Art von Rennen hinderlich. Kann natürlich sein, dass du das mehr brauchst bei zu kurvigen Rennen. Wenn du dann in Japan halt diese komischen Toke-Runden machst oder was auch immer. Naja genau, da kann ich mir das auch eher vorstellen. Ich habe witzigerweise maximal 48 Frames, what the fuck? Womit nimmst du auf? Selbst. Ich hab zurzeit aber auch Probleme mit dem Aufnahmeprogramm, ey. Die wollen mich zurzeit alle natzen. Du nimmst ja auch aktuell ein eher schwieriges Projekt auf, sag ich mal. Ja, ich meine aber Company of Heroes, nicht das andere geheime Projekt, was noch keiner weiß. Ja, hab mit Fraps aufgenommen in irgendeine Mission und die war halt nachher, nachdem ich eine Stunde die Mission gezockt habe, dann um circa 20 Sekunden asynchron. Das war ein Spaß. Bescheuert. Weiß nicht, warum das so ist.
Das würde mich echt immer noch interessieren. Richtig ätzend. Ja, ich hoffe, ich habe es halbwegs hingekriegt mit dem richtig synchron machen. Haha, er ist abgekürzt und ich nicht, so lächerlich. Oh, ich bin wieder mittlerweile Dritter. Sehr schön. Nice. Bin mittlerweile Siebter. Ne, Sechster? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe weniger erzählt und dann geht's wieder voran. Ja. Ich muss echt ein bisschen mehr konzentrieren. Oh oh! Alles gut. Und jetzt kommt der da wieder an, ey. Der hat mich vorhin schon so aus der Kurve geballert, der Wichser. Der hat so einen schnellen Wagen, das ist der Hammer. Kruppelt hier so behindert durch die Gegend. Welchen Wagen denn? Keine Ahnung. Ich kann sowas ja nicht erkennen. Geil, die haben sich beide rausgehauen, ich bin Erster! Oh mein Gott. Lol, Alter, die sind beide so nah hinter mir, das ist der Hammer. Boah, ist das spannend! Scheiße, jetzt hab ich rausgehauen! Die Sau, ich bin immer noch Erster! Halt dich vorne, Ariel Atom! Kämpfe, Junge! 9, 8, 7, 6, 5! Halt dich! Lebend! Lebend! Ja! Oh Mann. Nice, Jay. Oh, die waren aber echt knapp hinter dir. Scheiße, die haben sich beide gegenseitig rausgehauen. Und dann war ich der lachende Dritte. Das war übrigens ein Honda Civic, der so schnell war. Witzigerweise. Moment, total, das ist doch die lahme Karre, die ich so scheiße fand. Ja, haben die wahrscheinlich gut gepimpt. Die gibt's umsonst. Ja, kann sein. Ah. Da habe ich den Camaro wieder raus. Na, stimmt, wir haben uns für S1 ein Camaro geholt, damit wir uns mal angucken können, wie der so ist. Oh. Jetzt mal war das ein anstrengendes Rennen. Ja, nice. Oh. By the way, ich habe versaut. Erstmal zurücklehnen. Oh. Ohne Spaß. Hongkong, Magazin ab, Druck, online bleibe ich, 4,2 Kilometer. S4, S4, ach, da habe ich den Ariel. Gattaham, ich war an Gattaham. Da wird Zeit, dass ich den auch pimpen kann. Ja. Ich bin immer noch voll am Sack. Oh. Mega anstrengend. Ja, Bugatti. Christopher. Bugatti Power. Was? Auf meiner Coke steht Christopher. Meiner steht Tobias. Ich habe aber einen Pete gefunden. Ich habe schon einen. Ja. Ich habe einen Dennis gefunden. Dennis habe ich auch schon gefunden. Ich habe einen Dennis gefunden mit Z. Da habe ich mir auch gedacht, alles klar. Okay. Und ein Christian. Und Chris. Wie geil ist das denn, ey? Irgendwie und ein Sebastian. Habe ich auch schon gefunden. What the fuck, Alter? Ja, ich stand ja nur noch ein Jonathan. Ich stand mal 2 Minuten halt vor diesen scheiß Kästen in Dingens und hab mir mal die Namen angeguckt. Ich hab leider keinen Jay gefunden. Aber ich hab dafür alle anderen genommen. Ich hab das Gefühl, dass ich immer nur Frauennamen krieg, abgesehen jetzt von Christopher und Dennis. Aber ich hab das Gefühl, dass Frauennamen irgendwie mehr da sind. Und voll häufig so ein Kram wie Held. Ich hab mir 2-mal Mama mitgeholt. Oh, Mama hab ich noch gar nicht gesehen. Oh. Ich hab meine Mama noch nie gesehen. Ach, das ist jetzt hier so. Ach, Toe, genau. Albino. Was fährt denn der? Ich glaube, der fährt so einen DLC-Wagen. Yep, der fährt einen DLC-Wagen. Der Könner, was mein Gegner. Hey! Ich bin auf jeden Fall cool. Meiner ist gar nicht erst losgefahren. Alles meiner klar. Meiner hat auch einen Fehlstart hingelegt, kann man so sagen. Meiner ist gar nicht losgefahren. Ach, der ist gar nicht los. Der ist immer noch ja, nicht gewonnen. Alles klar. Na, erstmal Handy nicht auf Locken stellen. Immer eine gute professionelle Idee. Oh, warte mal. Echt? Hast du nicht auf Locken gestellt? Oh nein. Oh nein. Du musst noch gerade fahren. Peter fährt gerade noch, oder? Fick dich. Alter, wie schlecht ich gerade fahre. Ja, also echt schon lange kein Grip mehr gespielt, wa? Alter, du bist so ein Mongo, wa? Was hast du für Musik? Alter, bist du mich spacken, ey. Oh nein! Oh, Peter aus dem Konzept bringt, macht Spaß! Jetzt ist Peter erstmal dran. Oh Peter, eigentlich. Was hat er denn? Das oh, Peter ist disqualifiziert worden. Oh Mann, ist der Peter schlecht. 4% Akkuleistung habe ich noch.
Oh, 4%? 4% reicht noch vollkommen aus. Hey, mal noch die Mailbox. Der Anrufer hat keine Nachricht hinterlassen. Leute, die Verbindung wurde getrennt. Ja, super. Oh, ich hasse Grid. Habe ich das schon erzählt? Was ein Scheiß, ey. Grid ist so ein Kackspiel. Ohne Scheiß. Ja, komm, such mal. Ich finde wir ja direkt Moment. Eins. Ich muss erstmal auf lautlos stellen. Habe ich schon gemacht. Verbindung fehlgeschlagen. Direkt. Ohne Scheiß, das Spiel möchte heute echt nicht aufgenommen werden, habe ich das Gefühl. Gefühl habe ich auch. Also wenn es sich halt so sehr wehrt wie ein, keine Ahnung, wie das Immunsystem eines Körpers gegen ein Bakterium oder ein Virus oder sowas, ohne Scheiß, dann machst du nix. Ich bin 10.412 Meter in Drift-Events gedriftet. Klärst du gerade ein Rennen? Nein, ich bin auf Spielersuche. Du bist auf Spielersuche. Und Verbindung fehlgeschlagen. Unglaublich. Es ist ohne unglaublich. Scheiß. Das Spiel ist so behindert. Das Spiel ist einfach so behindert. Man kann es nicht oft genug sagen. Schon wieder Verbindung fehlgeschlagen. Ein Versuch noch, dann scheiße ich auf das Spiel. Ja, das sehe ich allerdings auch so. Das wäre sehr schlecht für dich, Grid, weil dann war es das erste Mal. Ich bin in einer Lobby. Ich bin auch in einer Lobby. In einer Lobby. Ich habe erstmal den scheiß Sound ausgemacht. Ja, irgendjemand hat da gerade nervig. Über Boxen gehört. Lava, das Mega-LP. Mega-LP? Rennen beendet. Das hört sich doch mal gut an. Guck mal, er muss einmal das Spiel, dem Spiel drohen, dann läuft's. Ja, ne? Mein Gott, wie kann man sich den Gecko-Zilla nennen? Dann nenne ich wenigstens Gecko-Zilla, wenn das so sein soll. Und nicht Gecko-Zilla. Nein, das hat bestimmt irgendeine total nerdige Anspielung auf irgendwas, was wir nicht kennen. Wahrscheinlich irgendein so Anime oder so. Anime meine ich, nicht Anime. Gecko-Zilla. Ja, keine Ahnung. Gecko-Zilla. Geh zu Gecko-Zilla. Gekuzilla. Gekotzilla. 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 After Eight Liebhaber finde ich immer einen schönen Namen. Das ist bestimmt so ein 50-jähriger alter Sack. Ausdauer S2, 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 Nismo. Also Nissan Power. Nismo Power, nicht Nissan Power. Nismo. Korrekt. Wie macht es Nismo? Die Ausdauer war doch ganz schön gerade. War nicht gut. Ach ja, genau, den Golf R gibt's ja mittlerweile auch. Egal. E30 Performance, erstmal ein scheiß DLC-Noob. Die anderen nicht, der andere nicht, der andere nicht. Ja, der ist auf M3 Coupé-Euro umgestiegen. Ja, sehr gut. Wer will denn auch so einen DLC-Scheißwagen fahren? Palaver. Da wirst du zum Gespött der Community. Ja, zu Recht. Die Hardy. Hat sich aber auch gut gehalten, finde ich. Finde ich auch gut. Finde ja, ich ehrlich ich gut. Ich bin sehr stolz. Respekt an euch. Ja, definitiv. Finde ich voll in Ordnung, dass er der Hardy verarscht. Ja, hat er auch verdient. Definitiv. Beste war noch irgendein Top-Kommentar unter eines der Kartbilder, wo wir da die Position gepostet haben damals, hat einer geschrieben, Hardy war nicht dabei, weil kein DLC gab. Ja, hab ich auch gesehen, fand ich ziemlich witzig. Super geil. Okay, geht los. Hardy ist auch jetzt nicht dabei, weil es ein DLC-Frühstück gibt. Ja. In Montreal, ja. Alter, was ist denn das für eine krasse Kurve am Anfang? Alles klar, ich bin... Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, ich bin ohne Unfall durchgekommen. Oh, hi Peter. Oh, hi. Sorry. Ja, ich bin gerade dann neben dir gespawnt. Das war ein bisschen scheiße. Alter. Oh. Du wolltest mich aber haben, kann das sein? Nee. Da kam einer von hinten. Lol, bei mir hast du gerade einen Abgang gemacht. Du bist richtig in die Luft geflogen. Alles klar. Nee, ich fahre noch.
Okay, erst Caterham gespielt, dann Ariel Atom und jetzt Nismo. Kleiner Unterschied. Du bist Ariel Atom auch gefahren. S4. Ach ja, stimmt. Das zählt für mich gar nicht, dass ich S4 gefahren bin gerade. Das war ja so eine Scheiße. Oh! Ja, hast aber die Bande geknutscht. Ja, und ich habe das Gefühl, dass mir jemand ganz schön am Sack hängt. LOL, diese kleine Kaku. Ich habe ihn gerade weggeschafft von dir. Nice. Ich hänge an Godzilla mit seinem Volkswagen-Wichskack. Okay, jetzt bremsen. Oh, der After Eight Liebhaber. Oh, der rammt der Wichser. Alter, der hat mich rausgerammt. Ist das ein Spackel? Spacko. Mein Gott, und da rappt mich der Nächste. Jawohl. Einmal noch zurücksetzen. Juhu. Wir sind ja nur 3 Minuten 28. Nein! Boah, da hab ich mich in dieser Bande verhakt, so eine Scheiße. Da ist Peter vor mir. Ah, ne, doch nicht. Doch, das wärst du. Hinter mir ist After Eight Liebhaber. Der rammt gerne, pass auf. Zumindest wenn es um seine Position geht. Da hab ich den gerade noch gelobt wegen des Namens, wa? Oh. Max After Eight. Ja. Also, wie spiele ich eigentlich? Ich spiele so wie am Anfang, wie so der letzte. Finde ich ja nicht so geil. Kotzbrocken. Oh man, oh, ich habe den After Eight Liebhaber schon gespürt. Also, als er mir hinter mir gedriftet ist, habe ich den Wind an meinen Hinterhaaren gehört. Du hast ihn gespürt. Ja, ich hab ihn gespürt. Boah, der ist aber echt brutal, der Junge. Der nimmt aber auch jede Bande mit. Der geht da voll rein. Ich hab Angst vor dem. Der After Eight Liebhaber ist der ist hinter dir, ne? Ja. Okay. Dann bin ich auch direkt hinter dir. Oh ja, 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 ich seh's. Wow. Oh. Scheiße, ich hab voll Mist gebaut. Aber der After Eight Liebhaber auch. Lol. Alter. Was dann ziehst du nach innen! Lol, hast du einen Abgang gemacht bei mir. Das ist so geil, wie du dich bewegst teilweise. Du fährst Alter, ganz sonderbar. Ich gerade nur die Wand. Okay. Du fliegst ja manchmal einfach so in die Luft, weißt du? Das ist schon ziemlich crazy. Na, no, mach ich bei mir nicht. Ich hab den After Eight Liebhaber schon wieder überholt, finde ich gut. Oh nein! Ich hab ihn gedreht. Und er mich auch. Haha, nice! Mach ich hier mal eine kleine Hilfe. Alter, dieser After Eight Liebhaber. Fick dich doch. Und Spaß. Wir machen voll die Schleichwerbung für After Eight. Ja, wenn er so high ist, was soll ich machen? Jetzt hol ich ihn mir! Jetzt hol ich ihn mir! Fahr! Jawohl, ich hab ihn. Wer ist denn hinter mir? Oh mein Gott. Ist so ein anderer. Bruno. Oder Bruno. Alter, diese Kurve. Ich bin aber viel zu weit weg. Oh, Fehler gemacht. Ich darf ihn nicht zurücksetzen. Voll shit. Voll shit. Ja, Achter. Sehr gut. Ich hab nicht mal den vierten Platz verdient eigentlich, so wie ich gerade fahre. Na, ich, jawohl, da werde ich weggerammt. Juhu! Zehnter, alles klar, Alter, das ist schlecht. Oh Mann. Das ist schlecht. Okay, den vierten will ich aber behalten noch. Ja. Glorreich. Echt glorreich, Jay. Hast du ja was richtig gerissen. Zehnter ist schon geil. Oh Mann, ey. Ich habe aber auch immer einen abbekommen. Nein, machst du nix. Machst du gar nix. Und jetzt Verbindung unterbrochen. Nichts anderes würde mich wundern. Scheiß Game. Give the money. Give me money.
19.200 habe ich bekommen. Oh, es wird nebelig hier bei uns sogar. Krass. Nebelig? Mhm. The fuck? So, damit haben wir tatsächlich eine Runde geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.